Updates, die News-Show heute am 16. August 2023. Themen heute: Das Bundeskabinett beschließt die Teillegalisierung von Cannabis. Das Gesetz ist zumindest jetzt vom Kabinett beschlossen. Bundestag und Bundesrat müssen darüber noch abstimmen und diskutieren. Außerdem geht es auch noch um die Frauenfußball-WM. England folgt Spanien ins Finale und wir ja, reden mal ein bisschen über das Halbfinalspiel gegen Co-Gastgeber Australien, die sich bei dieser WM sehr gut, sagen wir mal, präsentiert haben. Das alles und viel mehr jetzt hier bei Update. Und damit willkommen zur News Show am Mittwochabend. Ja, ich hoffe, ihr habt die Mitte der Woche gut über, also die halbe Woche schon mal gut überstanden. Herzlich willkommen erstmal zur News Show am Mittwoch hier live auf Twitch. Ja, zweiter Stream sogar heute für mich. Heute Morgen gab es ja schon die Morning Show. Wer sie nicht gesehen hat, der hat, glaube ich, auch nichts so Wichtiges verpasst. Nein, nur so ein paar wichtige Meldungen, mehr auch nicht. Aber der wird natürlich jetzt heute hier in der News Show unter anderem selbstverständlich noch schlau und kann natürlich dann auch hier ein paar News selbstverständlich dazu bekommen. Starten wir sofort mit der Bundesregierung. Die haben nämlich in ihrer Kabinettssitzung heute den ersten Schritt, zumindest was die Legalisierung oder die Teillegalisierung, so müssen wir es eher nennen, von Cannabis in Deutschland nämlich getan. Das Bundeskabinett hat nämlich heute den Gesetzesentwurf von Bundesverkehrsminister, soll ich schon sagen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nämlich beschlossen. Damit dürfen dann, wenn alles durchkommt, es wird ja noch ziemlich viele Veränderungen geben und etc. pp., da könnten dann natürlich Erwachsene den Besitz und Anbau von Cannabis in einem begrenzten Umfang nämlich dann, ja, machen. Quasi. Und das legal. Ja, der Gesundheitsminister stellte dann den Gesetzesentwurf auch im Rahmen einer Pressekonferenz heute noch vorgestellt und hat auch von einem wichtigen Gesetz gesprochen und sprach von einem Wendepunkt einer leider gescheiterten Cannabis-Drogenpolitik. Ja, heftig. Niemand darf das Gesetz missverstehen. Cannabiskonsum wird legalisiert. Gefährlich bleibt er trotzdem, sagte der Gesundheitsminister laut einer gemeinsamen Mitteilung des ja, Gesundheitsministeriums und des Bundesagrarministeriums. Jetzt stellt man sich die Frage, was hat das Agrarministerium damit zu tun? Egal. Nun hat Lauterbach auch auf die Kritik an dem Gesetzesentwurf gestellt und begrüßte die kontroverse Diskussion ausdrücklich sogar. Also freut sich sogar darauf, dass überhaupt so richtig darüber diskutiert wird. Das Konzept, das wir hier vorlegen, ist ein Konzept der kontrollierten Legalisierung, sagte Lauterbach zu der anhaltenden Kritik, die es nämlich gibt. Und er betonte auch, dass der Konsum von Cannabis im Rahmen der Legalisierung nicht ausgedehnt, sondern vielmehr begrenzter und sicherer gemacht wird. Justin, grüße dich. Ja, es sei daher auch ein Gesetz mit Augenmaß, sagte Lauterbach. Und zudem spiele ja auch der Schutz der jungen Menschen auch eine große Rolle. Dazu sagte der Gesundheitsminister, wir nehmen den Kinder- und Jugendschutz sehr ernst. Und das Gesetz sehe auch natürlich vor, eine Aufklärungsarbeit natürlich zu machen. Aufklärungskampagnen werden dann auch natürlich in dem nahen Zeitraum auch entsprechend getan. Das Gesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben ja auch gesagt, dass man jetzt ja an Jugendliche vor allem eingerichtete oder ja gerichtete Aufklärungskampagne unter dem Motto legal aber, ne? Und damit werden ja schon während des Gesetzgebungsverfahrens, weil es ist jetzt heute erst vom Kabinett beschlossen, das geht jetzt in Richtung Bundestag, dann diskutiert der Bundestag darüber. Es könnten noch eventuell, ja, entsprechende Ideen halt noch dazukommen oder je nachdem. Und natürlich dann zum Bundesrat. Und dann, wenn es erst durch ist, das dauert halt noch eine Weile. Und naja, während dieses Gesetzesverfahrens könnte natürlich auch schon man diesen Eindruck entgegentreten, der Konsum von Cannabis sei ungefährlich. Ist er aber nicht, er ist gefährlich. Ausgespielt werden soll die Kampagne ja unter anderem über die digitalen Kanäle des Gesundheitsministeriums, also vor allem auch da, wo man nämlich die Jugendlichen selbstverständlich findet, Social Media selbstverständlich, ne? TikTok, Facebook und was sie nicht alles heißen, ne? Und bezüglich der Preise äußerte sich auch natürlich der Gesundheitsminister deutlich. Die Preise werden niedriger sein als auf dem Schwarzmarkt. Und das sagte, nannte er auch als einen wichtigen Wendepunkt.
Landwirtschaftsminister, das muss ich immer noch sagen, Bundesagrarminister Cem Özdemir, der sprach ja von einem bedeutenden Schritt für eine fortschrittliche, realitätsnahe Drogenpolitik. Das Gesetz sorge für die überfällige Entkriminalisierung der zahlreichen Menschen, die Cannabis lediglich zum Eigenbedarf nutzen, und stärkt auch den Jugendschutz, sagte der Grünen-Politiker. Die Pläne sehen ja vor, ne, also um was geht es da eigentlich genau, dass Cannabis im sogenannten Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanz genommen wird. Ja, jetzt könnte man denken, ach du Scheiße, jetzt wird es ja legal. Das kann man ja jetzt alles Mögliche machen. Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Ab 18 Jahren soll dann der Besitz von mindestens, von maximal 25 Gramm erlaubt sein. Ja, was da drüber ist, ist natürlich dann wieder illegal. Privat sollen dann maximal 3 Cannabispflanzen angebaut werden dürfen, und in speziellen Vereinen, also den sogenannten Cannabis-Clubs, sollen dann Mitglieder die Droge gemeinschaftlich anbauen oder gegenseitig auch abgeben dürfen. Ja, also da gibt es natürlich auch entsprechend eine entsprechende Anzahl, wie viel und wann man das Club nennen darf und so weiter und so fort. Kritik gab es natürlich, Opposition selbstverständlich, die ist ja nicht direkt immer für alles oder generell gar nichts für alles, was die Regierung nämlich bringt. Die CDU-CSU zum Beispiel, die hatte sich kritisch geäußert, aber auch natürlich die Verbände von Justiz, Polizei und auch der Gesundheitswesen nämlich. Sie waren nämlich vor Gesundheitsgefahren für junge Menschen und vor mehr Belastungen für die Ermittler, also für die Polizisten und natürlich auch für Rechtsanwälte, Richter und so weiter. Und die Bundesregierung verteidigt das Ganze aber mit dem Argument, dass damit der Schwarzmarkt und auch die organisierte Kriminalität eingedämmt wird und dass Gesundheitsgefahren durch mögliche giftige Bemischungen reduziert werden können. Also dass man dann halt, ne, das pure Cannabis kauft und ja, nicht halt irgendwie ein gemischtes, komisches Zeug. Außerdem habe trotz des bisherigen Verbots sich der Cannabiskonsum sogar zugenommen. Also es komplett zu verbieten, hat jetzt auch geradewegs nicht viel gebracht. Und für Jugendliche bleibt ja natürlich Besitz und Konsum selbstverständlich verboten. Also wer 18 ist, darf mindestens 25, warum sage ich immer mindestens? Mindestens ist nicht Maximum, darf nur maximal 25 Gramm besitzen. Und man werde auch natürlich den Kinder- und Jugendschutz auch ausdehnen und natürlich auch für mehr Aufklärung sorgen, so Lauterbach. Denn das Gehirn von unter 25-jährigen Menschen werde ja durch den Konsum von Cannabis geschädigt. Und man wolle ja natürlich jetzt dafür sorgen, dass sich dieses Wissen überall verbreite, so Lauterbach. Und das Gesetz wird jetzt, wie gesagt, erstmal vom Bundestag und Bundesrat beraten. Da entscheidet die Bundesregierung nicht selbst darüber, denn klar ist, man hat eine Mehrheit aus SPD, Grüne, FDP, das ist klar. Aber natürlich muss das Ganze auch ausdiskutiert werden, denn in einer Demokratie gehört das dazu, dass sowohl Pro und Contra in einem, auf einem, sagen wir mal, Tisch natürlich erstmal gesetzt werden zur jeweiligen Diskussion. Verstehen ja viele nicht. Das muss man eigentlich heutzutage, dass ich das heutzutage leider sagen muss, ist leider so. Und deswegen muss ich das halt auch noch erwähnen. Und in einem weiteren Entwurf, das ist auch noch heute geregelt worden, will nämlich dann der Gesundheitsminister gesetzliche Regeln für den Verkauf von Cannabis vorlegen. Es soll zunächst halt in Modellregionen erprobt werden, also quasi auf Probe erstmal. Und dann soll das Ganze irgendwann natürlich dann auch richtig gestartet werden. Ursprünglich hatte ja die Koalition ja auch vorgehabt, es bundesweit freizugeben, aber da gab es zu viel Kritik und dann hat man gesagt, nee, das macht man eher nicht. Schauen wir auf den Ukraine-Krieg. Ein deutsches Containerschiff befindet sich seit gut 1,5 Jahren nämlich auf einer Wartezeit, nämlich im Schwarzmeerhafen von Odessa. Jetzt stellt man sich die Frage, bitte was? Ja, das ist nämlich so. Seit gut 1,5 Jahren wegen dem Ukraine-Krieg ist nämlich ein deutsches Containerschiff nämlich in Odessa und konnte jetzt nun den Schwarzmeerhafen verlassen. Die Josef Schulte, so heißt sie nämlich, fahre nämlich auf dem für zivile Schiffe eingerichteten temporären Korridor, so heißt es, der von den zu den Seehäfen der Ukraine führt. Das teilte der Vizeregierungschef der Ukraine, Oleksandr Kubarow, heute auf Facebook mit. Ausnahmsweise mal nicht Telegram. Ja, der Frachter, der unter der Flagge von Hongkong nämlich fährt, also nicht von Deutschland, sondern von Hongkong, ist nämlich demnach auch das erste Schiff, das seit dem 16. Juli aus dem Hafen der Stadt in der Ukraine auch ausgelaufen ist. Also sprich, ausgelaufen
gelaufen heißt, gefahren ist. Und die Reederei Bernhard Schulte in Hamburg bestätigte auf Anfrage mehrerer Medien, dass dieses Schiff auch jetzt auf dem Weg sei. Ja, die ukrainische Marine hatte ja letzte Woche einen Seekorridor ausgewiesen, der von Handelsschiffen auf eigenes Risiko genutzt werden kann. Also, das natürlich heißt, ne, da ist es gefährlich wegen dem Krieg und dass dann viele sagen, na gut, das nutzen wir jetzt halt einfach aus, machen wir jetzt einfach. Und das Schiff transportiert den ukrainischen Angaben zufolge mehr als 2.100 Container mit etwa 30.000 Tonnen Fracht. Ja, dieses Schiff saß im Februar vergangenen Jahres in Odessa fest, genau dann, als nämlich Russland die Ukraine überfallen hat. Der Besatzung geht es gut, so die Reederei, und die Josef Schulte werde auch dem vorgegebenen Sicherheitskorridor durch Hoheitsgewässer der Ukraine, Rumäniens und der Türkei fahren, also so, dass die Russen natürlich dieses Schiff nicht angreifen können. Im Auslaufen waren aber auch offenbar Vereinbarungen mit vielen Seiten ausgegangen, damit dieses Schiff überhaupt den Hafen von Odessa verlassen kann. Das Unternehmen dankte verschiedenen Begleitern vor Ort, der internationalen Schiffsorganisation, unter anderem IMO, aber auch dem Flaggenstaat, nämlich Hongkong, nämlich, und vielen anderen, die eine sichere Schifffahrt überhaupt möglich machten. Die Ukraine, die hatte ja vor gut einer Woche von mehreren Schwarzmeerhäfen aus Seewege für Handelsschiffe eröffnet, ungeachtet aber natürlich von Russlands Ankündigung nach dem Auslaufen des Abkommens zum zu dem Getreideabkommen, jedes Schiff aus der Ukraine oder mit dem Ziel in der Ukraine im Schwarzen Meer ins Visier zu nehmen. Ja, damit könnte natürlich Moskau auch ziemlich viel riskieren, denn wenn es nämlich ein Schiff ist, was nicht unter ukrainischer Flagge fährt, dann könnte das so quasi, ja, eine kleine Aggression Russlands gegenüber sogar dem Land sein. Moskau ist ja, wie gesagt, vor mehr als einem Monat ja jetzt schon aus dem Getreideabkommen ausgestiegen, was ja zwischen Moskau und Kiew ja galt, unter der Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei. Russland ist ja ausgestiegen, weil sie sich ja irgendwie, sagen wir mal, verarscht gefühlt haben, auf Deutsch gesagt, wegen anderer Dinge, die halt sanktioniert wurden. Und trotzdem will nämlich jetzt die Ukraine den Transport von Getreide über das Schwarze Meer hinaus irgendwie möglich machen. Und seitdem sieht Russland natürlich alle Schiffe auf dem Weg in die ukrainischen Häfen als potenzielle Transporteure von Nachschub für die ukrainische Armee an, ne? Also auch wenn es einfach nur ein Schiff ist, was einfach nur Getreide bringen will, das ist halt ja der russische Wille, so kann man das sagen. In der Zwischenzeit haben aber auch die Angriffe von beiden Seiten aus in den Regionen zugenommen, während Moskau ja auch verstärkt ja die Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und auch an der Donau sogar angreift, nahm ja Kiew vermehrt ja auch die Schwarzmeerflotte ins Visier. In der vergangenen Nacht hat zum Beispiel Russland nach ukrainischen Angaben einen Donauhafen in der südlichen Region von Odessa mit Drohnen angegriffen, und bei diesen nächtlichen Attacken sind laut dem Regionalgouverneur von Odessa, Oleg Kiper, Lagerhäuser und Getreidespeicher beschädigt worden. Und am vergangenen Sonntag hatte das russische Militär sogar ein Schiff auf dem Weg zum Donauhafen Ismaili gestoppt und entsprechend auch kontrolliert, um zu gucken, ob es sich nicht wirklich dabei handelt, dass es ein Schiff ist, wo, ja, sagen wir mal, Getreide drin ist oder halt irgendwie was anderes. So, ich muss mich jetzt erstmal hier wieder ein bisschen richtig reinsetzen. Ich brauche echt einen neuen Stuhl. Wird mal langsam Zeit. Wird mir wahrscheinlich dann mal die Woche mal holen. Wollte ich nicht irgendwie gerade sitzen? So. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Und wir blicken auf ja, die AfD. Die AfD ist auch wieder mal Thema hier bei Dercho TV. Und entsprechend werden wir jetzt aber über eine Stadträtin aus der bayerischen Stadt Bad Kissingen nämlich reden. Es geht nämlich um Freya Lippold-Eggen. Sie hat ein Interview geführt mit, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, mit der Saale Zeitung und hat dort über ihre Partei gesprochen und sie mit den Nazis aus den 1930er Jahren verglichen, sprich mit der NSDAP. Und sie hatte angekündigt, aus der Partei auszutreten, also aus der AfD selbstverständlich. Sie sagte in diesem Interview, um an die Macht zu kommen, nutzen sie die Schwächen der Demokratie, jener Demokratie, die sie abschaffen wollen. Ja, das sagte die Kommunalpolitikerin in der Zeitung. Weiter sagte sie dazu, Zitat, das funktioniert wie 1933. Genauso wurde auch die NSDAP groß. Die AfD tue das ohne Anstand. Ich muss es deutlich sagen, denn wer schweigt, stimmt zu. Ja, und zu den Zielen der AfD sagte Lippold Eggen auch noch dazu, die träumen von der Machtübernahme, zumindest aber vom Mitregieren.
Ja, und sie sprach auch natürlich den rechten Flügel an, der ja offiziell ja nicht mehr existiert, der ja von Bernd Höcke, Björn Höcke entsprechend ja geführt wurde, dieser rechte Flügel. Und dieser rechte Flügel, so sagt sie selbst, nutze auch diese Erschöpfung der Bevölkerung aus, die ja aus Frust einfach die AfD wählen. Ne? Protestwählen ist sowieso und Frustwählen ist sowieso. Frustfressen sollte man dann eher machen, aber Frust wählen, ich weiß es nicht. Ja, sie sagte auch noch weiter, diese Menschen hoffen auf ein Heilsversprechen. Jedoch, wenn die Rechten kommen, wird es noch schlimmer. Die halten sich nicht an Rechtsstaatlichkeit. Ja, und Lippold Eggen, sie verweist in diesem Interview auch auf einen Funktionär ihrer noch Partei, wahrscheinlich ist sie schon ausgetreten, aus Unterfranken nämlich, der keine Ausländer mehr in seinem Land haben will. Heftig, ne? Also keine Ausländer mehr, also alle weg anscheinend. Und sie sagte dazu, er sieht eine ethnologisch saubere Gesellschaft durch Vermischung geschwächt. Das sind die Fantasien, die diese Menschen haben. Die machen Ausländer für ihr eigenes Unvermögen haftbar. Das ist die Marschrichtung der Rattenfänger, genauso wie 1933. Also da spricht wirklich eine, sogar in der Partei selbst, diese Probleme an, die viele andere ja auch bei der AfD sehen. Andere wiederum nicht, die wählen ja aus Frust, fressen nicht aus Frust, sondern wählen aus Frust. Die anderen wiederum wählen sogar aus Überzeugung. Und der Rechtsruck der Partei sei von langer Hand geplant gewesen, sagte sie weiter. Zu den Strategien gehöre die Installation der Rechtsextremen in den Wahlkreisen. Und sie wurde auch noch gefragt, ob die AfD verboten werden müsse. Da sagte sie, sie ist im Übrigen 68 Jahre alt, Zitat, wenn das so weitergeht, bin ich dafür. Das ist schon heavy. Das ist schon heavy, wenn es aus der eigenen Partei kommt. Ja, und sie hofft natürlich, dass es noch mehr Anständige gäbe, die aus der AfD natürlich austreten. Sie sagte auch, niemand braucht hinterher zu sagen, ich habe von nichts gewusst. Und sie sagte aber auch, dass sie insgesamt die Partei auch nicht verurteilen möchte. Sie sagte nämlich auch, es gibt ja auch noch andere Mitglieder. Es heißt ja, die AfD sei in Teilen rechtsradikal, wobei die junge Alternative gesichert rechtsradikal ist. Ja, die wird ja auch derweil ja vom Verfassungsschutz beobachtet. Eine heftige Sache, die von einer jetzt wohl ehemaligen AfD-Politikerin kommt, die aktuell, wie gesagt, Stadträtin in Bad Kissingen ist. Und das sind geradewegs auch die, die noch ja, aus Überzeugung ja auch bei der AfD waren, um wirklich wohl für eine Alternative zu sorgen. Aber diese Alternative ist anscheinend keine Alternative mehr. Gleich bei Update gibt es Neuestes zu Sanktionen bei Microsoft, wenn ihr, beziehungsweise wenn ihr sogar Opfer davon seid oder wenn ja, es vielleicht ein paar Schlingel da von euch gibt, die nämlich, sagen wir mal, Beschimpfungen machen, Einschüchterungen, Provokation oder Belästigung jeder Art von anderen Spielern nämlich machen, solltet ihr online über die Xbox spielen, denn Microsoft hat ein neues Sanktionssystem eingeführt, wo ihr sogar vielleicht bis zu einem Jahr gesperrt werden könnt von Xbox Online. Ja. Außerdem geht es dann auch noch um die Gamescom, genauer gesagt um den Gaming-Verband, denn da geht die Suche nach einem neuen, Zitat, Director Gamescom nämlich los, denn der bisherige Head of Gamescom verlässt den Verband. Ja, und natürlich gibt es dann noch Sport, unter anderem die Frauenfußball-WM. Das alles jetzt gleich hier bei Update. Bevor wir dann dazu kommen, gibt es aber jetzt erstmal die Kurznachrichten. Nennt sich Update Kompakt, bitteschön für euch hier. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat ein Maßnahmenpaket angekündigt, um den kriselnden Wohnungsbau anzukurbeln. Die SPD-Ministerin sagte nach einer Kabinettssitzung: Wir haben uns mit dem Finanzministerium darauf verständigt, dass wir an einem Maßnahmenpaket arbeiten, zu dem steuerliche Anreize gehören werden. Dies werde nun entsprechend ausgearbeitet. Im Kabinett werde ein von Bundesfinanzminister Christian Lindner geplantes Wachstumschancengesetz zur Entlastung der Wirtschaft nicht auf den Weg gebracht. Die Zahl der rechtsextremen Demonstrationen hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in diesem Jahr verdreifacht. Das ging aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der linken Fraktion hervor. Vorher hatte die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet. Im ersten Halbjahr 2022 wurden bundesweit laut Bericht 35 rechte Aufmärsche durchgeführt. In diesem Halbjahr sind es 110 gewesen. Die Anzahl der Rechtsrockkonzerte dagegen ist von 89 Konzerten auf 71 gesunken. Alle Kommunen in Deutschland sollen nach dem Willen der Bundesregierung in den nächsten Jahren Pläne für klimafreundliches Heizen vorlegen. Darin sollen sie angeben, in welchen Straßen sie Fernwärmeversorgungen planen, wo Nahwärme über Biomasse verfügbar sein wird oder ein Wasserstoffnetz aufgebaut werden soll. Eigentümer sollen so erfahren, ob sie selbst sonst etwa über eine Wärmepumpe für klimafreundliche Heizungen sorgen müssen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat das Bundeskabinett nun beschlossen.
In der Türkei ist die heißeste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. Im zentraltürkischen Eskişehir haben die Temperaturen am Dienstag bei 49,5 Grad Celsius gelegen. Damit sei es heißer gewesen als beim bisherigen Rekord im Juli 2021, schrieb der Umweltminister Mehmet Özkahir auf Twitter. Damals seien 49,1% in der Osttürkei registriert worden. Systematische Temperaturmessungen gibt es in der Türkei seit etwa 100 Jahren. Die Gefahr schädlicher Angriffe auf die IT-Strukturen von Unternehmen und Privatpersonen ist nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes weiterhin sehr hoch. Der in der Kriminalstatistik ausgewiesene Rückgang inländischer Cybercrime-Fälle um 6,5% bedeutet keine Entspannung, so die Vizepräsidentin des BKAs Martina Link bei der Vorstellung des Lagebilds Cyberkriminalität 2022. Der Digitalverband Bitkom verwies auf die Computerangriffen hervorgerufenen Schäden, die 2022 3 Milliarden Euro betragen hätten. Nach mehrjähriger Pause hat Thüringens kulinarisches Aushängeschild die Bratwurst wieder ein Museum. Am Rande des Stadtwalls von Mühlhausen eröffnete das nach Angaben der Betreiber erste deutsche Bratwurstmuseum an seinem neuen Standort. Bis zum Jahr 2019 war das vom Verein Freude der Thüringer Bratwurst getragene Museum in Holzhausen beheimatet, geriet aber dort mit jährlich rund 70.000 Besuchern an seine Kapazitätsgrenzen. Mit dem Umzug nach Mühlhausen hat sich die Ausstellungsfläche mehr als verdoppelt. Innenverteidiger Felix Udukay hat seine Meinung überraschend geändert und seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim FC Augsburg um ein weiteres Jahr verlängert. Nachdem ich den Verantwortlichen vor dem Trainingslager mitgeteilt hatte, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern möchte, hat sich in meinem Gedanken einiges getan. Das Trainingslager und die Wochen der Vorbereitung haben mir gezeigt, dass die vom Verein eingeleiteten Veränderungen sehr zielführend sind, so der 25-Jährige. Udukay war vor 3 Jahren vom VfL Wolfsburg verpflichtet worden und entwickelte sich schnell zur Stammkraft beim FC. Ja, und trotz der Niederlage im Pokal, ja, bleibt er treu, den FCA. Ist auch richtig so. Ja, das waren die Kurznachrichten, kurz und kompakt. Natürlich gab es noch viele andere News, selbstverständlich. Der echotv.de, da gibt es auch ein paar News. Da könnt ihr unter anderem reinschauen. Zum Beispiel gab es die Meldung, dass Dietmar Bartsch, der ja noch Co-Fraktionsvorsitzende der Linken, ebenfalls sein Amt aufgeben wird. Außerdem hat sich Nordkorea zum ersten Mal über den US-Soldaten nämlich geäußert, der ja vor einiger Zeit, vor einem Monat glaube ich, nämlich ins Land geflüchtet ist. Es laufen im Übrigen Ermittlungen, weil er nämlich illegal die Grenze übertreten hat. Und natürlich weise ich auch nochmal auf gestern hin. Gestern gab es eine neue Ausgabe von Gameboy Time auf YouTube und auf derchotv.de mit The Legend of Zelda The Minish Cap. Das ist Folge 288 im Übrigen gewesen. Und The Minish Cap wird auch hier im Stream weitergespielt. Wahrscheinlich wohl erst ab September wieder, denn im Moment stehen ja so die Pläne für die letzten Tage im August. Stehen ja zumindest ja jetzt schon fest. So, das alles auf derchotv.de. Ja, und wir kommen jetzt zu einem Thema, wo wahrscheinlich jeder, der online spielt, davon schon mal betroffen ist. Beleidigungen, Drohungen, Provokationen, Beschimpfungen, gut, das ist das gleiche, Einschüchterungen oder auch das einfache Cheaten. Das hat man wie überall erlebt und natürlich alle Art von irgendwie Hate Speech oder sonstigen. Und Microsoft will nun dagegen etwas tun. Vor allem natürlich im Rahmen ihrer Ingame-Kommunikation will man natürlich auch schauen, dass natürlich die, die so einen Scheiß machen, das muss man so sagen, natürlich auch bestraft werden. Und nun hat Microsoft in einem Blog-Eintrag erklärt, dass man beziehungsweise wann entsprechende Einschränkungen greifen und wie lange sie nämlich halten werden. Denn man hat sich unter anderem so gesehen, so die Flensburger Verkehrssünderkartei so, glaube ich, anscheinend als Vorbild nämlich genommen. Denn da hat man jetzt auch so eine Art Punktesystem nämlich entwickelt. Und je mehr Punkte, desto schwerer halt war nämlich das, was derjenige für einen Scheiß gebaut hat, so könnte man das sagen. Unabhängig davon und natürlich auch von der Schwere gegen die Community-Spielregeln auf den Xbox-Plattformen. Ja, und für jede Mit- und Gegenspielern gemeldet und als zutreffend anerkannte Zuwiderhandlung wird auch dann eine Verwarnung erstmal ausgesprochen. Also erstmal do, aufpassen. Ne? Und jeder dieser Strikes hat dann auch eine Einschränkung oder sogar einen Ausschluss aus den Social-Features, zum Beispiel Chat-Funktion. Das heißt, dass derjenige, der diesen Strike bekommen hat, bei den Social-Features unter anderem, dann darf er halt, kann halt nicht mehr chatten. Alle Xbox-Spieler starten halt mit einer weißen Weste, also sprich, das, ja, das ist also mit 0 Strikes versehen und die Verstöße werden dann von einem sogenannten Safety-Team von Xbox dann händisch überprüft.
Ja, also viel Spaß bei der Arbeit. Und es soll keinen Automatismus geben. Also man will genau hingucken auf die entsprechenden ja, Beanstandungen, die es gegeben hat, sei es Beleidigung, Cheating oder sonstiges. Einsprüche sind natürlich auch möglich. Also die Beschuldigten, die dann natürlich sich zur Wehr setzen wollen und sagen, stimmt eigentlich gar nicht. Da könnte dann natürlich auch der Fall eintreten, dass die Sanktion zurückgenommen wird. Die Dauer der Strafen reicht von einem Tag, das ist nämlich die erste Stufe, und es geht, sagen wir mal, bis zur Stufe 8 hinauf. Und Stufe 8 ist 365 Tage, ein ganzes Jahr. Also das heißt, man kann sogar wirklich die höchste Stufe bekommen, also sprich die höchste Punkteanzahl quasi. Das ist halt, wenn man es jetzt mit der Verkehrssünderkartei in Flensburg, in Lübeck wollte ich schon sagen, in Flensburg vergleicht, sprich volle Punktzahl, Lappen weg, heißt also hier auch volle Punktzahl, ja, ein Jahr gesperrt, Punkt, aus, Ende. Betroffen sind dann aber nicht nur die Multiplayer-Modi und Spiele, sondern sanktionierte Spieler könnten dann zudem auch noch weiterhin auf Singleplayer und auch Funktionen wie alle erworbenen Inhalte zugreifen. Ja? Also das heißt also, bedeutet das, wenn ihr jetzt ein Multiplayer-Spiel spielt, dort jetzt wahrscheinlich für 2 Wochen, das sind 14 Tage, also Stufe 5 nämlich, zum Beispiel ja, die Strafe bekommen habt, dann könnt ihr 2 Wochen lang halt keine Multiplayer-Modis oder Multiplayer-Spiele spielen, aber ihr könnt dann den Singleplayer zumindest noch spielen, bevor ich gleich das Glas umschmeiße. Und ja, das könnte man dann machen oder zumindest auch auf die Sachen, die man halt auch gekauft hat. Bei schwerwiegenden, wie zum Beispiel illegalen Aktivitäten, sei es natürlich Betrug oder Manipulation, da behält sich dann auch natürlich der Hersteller dann auch noch das Recht davor, den Account komplett stillzulegen. Heißt einfach weg und gut ist und vorbei. Ja, von der Offenlegung der konkreten Stufen und Strafen, Stufen könnte man das auch nennen, verspricht sich ja auch Microsoft einerseits auch einen besseren Schutz der vernünftigen Spieler und natürlich andererseits auch mehr Akzeptanz und Transparenz darüber, auch im Hinblick darauf, dass es ja auch immer wieder Wiederholungstäter gibt, die dann hoffentlich auch irgendwann mal dazulernen und dann auch mal und einschätzen können, welche Konsequenzen das natürlich haben kann. Denn wenn es wirklich so weit geht, dass man ja richtig Dreck am Stecken hat, weil man irgendwie Scheiße gebaut hat in einem Multiplayer-Spiel, dann ist der Account dann ganz weg oder man ist für ein Jahr verbannt. Das ist halt auch dann geradewegs nicht gut. Ja, im letzten Jahr, im Jahr 2022, seien nach Unternehmensangaben, also von Microsoft-Seite, weniger als 1% der Xbox-Spieler suspendiert worden. Also der Warnschuss habe anscheinend hier also gewirkt. Und weil halt auch, wie gesagt, nur ein Drittel der Betroffenen eine Folgestrafe kassiert hat. Also viele haben schon nach dem ersten Warnschuss, nach einer Verwarnung wahrscheinlich schon bemerkt, okay, da sollte ich ein bisschen aufpassen. Ja? Vielleicht funktioniert es jetzt ja noch besser. Wer weiß. Blicken wir auf die Gamescom. Nächste Woche, heute in einer Woche ist es soweit. Wer hätte das gedacht, ne? Dass schon in einer Woche die Gamescom ist? Ich bin ja nächste Woche an 2 Tagen zumindest vor Ort. Und ja, das wird sehr, sehr interessant sein, was uns oder was uns da allen dort nächste Woche erwarten wird auf der Gamescom. Und hinter den Kulissen, beim Gamesverband vor allem, die ja auch Ausrichter der Gamescom sind, da gibt es aber einen Abschied. Und zwar nämlich sucht man nämlich einen neuen Head of Gamescom. Sprich, der halt dann auch für die Verantwortung von Events, wie neben der Gamescom auch natürlich, ja, Verantwortung trägt, die Leitung dafür übernimmt. Und das ist Christian Bauer. Ja, er hat jetzt seinen Abschied angekündigt. Er ist ja seit gut 4 Jahren jetzt beim Verband gewesen. Und natürlich hat dann auch der Gameverband heute bekannt gegeben, dass Bauer seine Aufgaben nach der Gamescom, die jetzt nächste Woche stattfinden wird, abgeben wird und sich beruflich neu orientieren möchte. Also bedeutet das, dass seit heute nämlich der Gameverband einen neuen Director Gamescom, so heißt es nämlich in der Ausschreibung laut gameswirtschaft.de, nämlich sucht, und die Besetzung der Stelle soll, so heißt es auch vom Verband gegenüber Gameswirtschaft, zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Wann er pünktlich ist, keine Ahnung, aber nächstmöglich klingt besser. Die Personalie ist ja aber auch ist auch deshalb so bemerkenswert, weil ja am kommenden Wochenende, wie gesagt, ja auch mit der Gamescom-Woche ja auch die Entwicklerkonferenz DevCom nämlich eingeläutet wird. DevCom, nicht Dev, sondern DevCom mit V. Der Betrieb ja auf dem Gelände der Kölnmesse startet ja dann in einer Woche nämlich, heute in einer Woche, würde ich nochmal sagen, Gamescom nämlich. Dann ist ja, wie gesagt, Fach- und Fachbesuchertag unter anderem, und dann am Donnerstagmorgen in einer Woche dann auch fürs Publikum. Es werden ja abermals mehr als 250.000 Besucher erwartet. Die Eröffnung wird in diesem Jahr dann der Wirtschaftsminister persönlich übernehmen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
Felix Falk, der hatte natürlich auch bestätigt, dass es die fünfte und letzte Gamescom von Christian Bauer wird als seiner aktuellen Rolle. Und er sagt, Bauer habe sich dazu entschieden, beruflich neue Wege zu gehen, so Falk. Und weiter sagt er auch dazu, Chris hat mit seiner Expertise und seinem unermüdlichen Einsatz ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Gamescom gut und sicher durch die schwierigen Pandemiejahre gekommen ist. Er hat maßgeblich Anteil daran, dass die digitalen Angebote der Gamescom wesentlich massiv und wesentlich ausgebaut wurden. Entschuldigung, ich habe mir eine Zeile verrissen. Lesen und die internationale Reichweite des weltgrößten Games-Events massiv gesteigert werden konnte. Durch die Erfolge ist die Gamescom sogar gestärkt aus den Pandemiejahren hervorgegangen. Chris gilt ganz besonderer Dank vom Gameverband, den Mitgliedern sowie dem ganzen Team des Game, also des Verbandes und der Gamescom. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute, viel Erfolg bei seinen nächsten beruflichen Schritten und bleiben freundschaftlich verbunden. Ja, wahrscheinlich wird es dann auch noch so irgendwie nebenbei, so hinter den Kulissen bei der Gamescom, dann natürlich noch so eine kleine Abschiedsfeier geben. Es wird halt für Chris Bauer die letzte Gamescom sein unter seiner Verantwortung. Wer es dann übernehmen wird, das wird sich natürlich zeigen. Da ist jetzt die Suche beim Gameverband im vollen Gange. Schauen wir auf die Frauenfußball-WM, damit sind wir beim Sport hier bei Update und es geht so langsam Richtung Finale, denn es stehen sowohl die Teilnehmer für Spiel um Platz 3 als auch natürlich die Teilnehmer fürs Finale fest. Und die zweiten Finalisten heißen England. Ja, die Europameisterinnen haben sich heute Mittag, muss man ja sagen, im zweiten Halbfinalspiel der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland gegen den Co-Gastgeber durchsetzen können. In Sydney haben die Engländerinnen mit 3 zu 1 gewonnen und treffen nun am Sonntagmittag auf Spanien nämlich. Ja, die Matildas, die jetzt ja, also die Australierin, die ja das Spiel heute verloren haben, die können natürlich noch mit einer Medaille diese tolle WM natürlich noch beenden. Am Samstag nämlich um 10 Uhr deutscher Zeit wird nämlich in Brisbane nämlich dann das Spiel um Platz 3 stattfinden. Dort werden sie gegen die Schwedinnen antreten. Der Olympia-Zweite hat ja gestern 1 zu 2 gegen die Spanierinnen verloren. Die Tore für das Team von Trainerin Serena Weigman, also sprich jetzt von den Engländerinnen, erzielten vor über 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Ella Toon in der 36. Minute per Schuss in den Winkel. Lauren Hemp nach einem individuellen Fehler der australischen Defensive und ja, in der 71. Minute und Alyssa Russo nach einem feinen Pass von Hemp. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte sogar die Topspielerin der Australierin Sam Kerr nämlich mit einem sehr, sehr sehenswerten Distanzschuss in der 63. Minute noch gesorgt. Also da gab es noch Hoffnung für die Australierinnen, zumindest ja, irgendwie die Chance aufs Finale. Erstmals bei dieser WM stand ja auch Kerr in der Startelf und führte auch als Kapitänin ja, ihr Land quasi aufs Spielfeld. Die 29-jährige Stürmerin vom englischen Verein FC Chelsea hatte ja in der Vorrunde wegen einer Wadenverletzung ja gefehlt, ist ja danach nur als Joker immer wieder eingesetzt worden bei dieser WM und sie musste sich ja auch gleich einiger überharter Einsätze der Engländerinnen ja auch noch wehren. Die erste dicke Chance vergab ja die einzige Bundesligaspielerin in diesem Halbfinale. Georgina Stanway vom FC Bayern. Sie scheiterte nämlich an der Torhüterin Australiens, Mackenzie Arnold. Ja, die Europameisterinnen, die agierten ballsicher und waren auch angriffsfreudiger als die Australierin, die euphorisiert ja von der Begeisterung in dem Land mit großer Leidenschaft, der natürlich dann in dieses Spiel gegangen sind. Die Europameisterinnen aus England, die ließen sich ja aber von der lautstarken Kulisse im Stadion eher wenig beeindrucken, haben Fußball gespielt und dann natürlich auch abgeliefert. Zwar musste Abwehrroutinier Lucy Bronze nach einer halben Stunde gegen Hayley Resso ausgetauscht werden, doch dann ließ Thun die australischen Fans erstmal so verstummen. Nach einem Einwurf zeigte sich nämlich die Heimelf unsortiert. Russo legte für Thun auf und die Nummer 10 der Engländerinnen hammerte dann den Ball in Richtung ja, Tor. Etwas überraschend kam dann natürlich der Ausgleich und das bei einem Konter durch Kerr. Sie zog aus gut 20 Metern einfach ab und düpierte die englische Torhüterin Mary Abbs. Und damit war das auch ihr 64. Tor im 124. Länderspiel für die Australierin. Doch Hepp nutzte kurz darauf auch einen Abwehrpatzer von Ellie Carpenter. Die Australierinnen warfen nochmal alles komplett nach vorne, hatten sogar auch noch Chancen durch Kerr, sogar auch noch in Führung zu gehen, rannten aber den Rückstand aber vergebens hinterher und kassierten dann durch Russo auch noch die endgültige Entscheidung. Besonders dürfte sich die Topscorerin der Engländerinnen, Laura James, über den Erfolg freuen. Für die zwei Spiele gesperrte Offensivspielerin heißt es nämlich, sie darf wieder im Finale antreten. Ja, sie hat ja,
da ja etwas Schlimmes ja gemacht und wurde ja dann für 2 Spiele gesperrt. Ja, am Sonntag dann also die Entscheidung, 12 Uhr, zu sehen im Übrigen im ZDF. Und wer das Spiel um Platz 3 sehen will, der kann das am Samstagmorgen tun, um 10 Uhr vormittags. Kommen wir zum Wetter. Ja, meine Lieben, und schauen auf die Warnwetterkarte vom Deutschen Wetterdienst, denn der Deutsche Wetterdienst hat eine Menge zu warnen. Einerseits erstmal Warnungen vor möglichen Gewittern im Raum Bayern, im Raum Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland, Nordrhein-Westfalen, im Osten Nordrhein-Westfalens vor allem, auch Teile von Niedersachsen, komplett Thüringen, Hessen, Brandenburg, Teile Brandenburgs sind sogar davon betroffen, denn das gilt nämlich für heute Nacht. Ab heute Nacht bis 3 Uhr sind Gewitter möglich, sogar schwere Gewitter möglich. Es sind aber jetzt vor allem nämlich Gewitter, unter anderem nämlich mit starkem Hagel und heftigen Regen, vor allem in Rheinland-Pfalz und auch in Baden, Teile von Baden-Württemberg zu sehen. Auch im Süden von Baden-Württemberg gibt es noch für einige Augenblicke auch noch entsprechend Regen, also heftige Schauer und Gewitter. Es gibt aber auch Warnung vor Regen, und zwar nämlich ja nur in Brandenburg unter anderem bis heute Abend 21:15 Uhr. Aber es gibt vor allem für morgen nämlich auch noch Warnung vor Hitze. Das gilt aber auch schon seit heute Vormittag 11 Uhr, gilt bis morgen Abend 19 Uhr. Also das bedeutet also, dass auch die Nacht ziemlich, sagen wir mal, schwül sein wird, auch wenn man das jetzt an den Temperaturen eher anders sieht. Und da kommen wir jetzt zum Wetter nämlich. Denn in der Nacht gibt es vor allem in der Mitte des Landes ein bisschen Regen. Es bleibt sonst bewölkt und trocken und es ist warm in der Nacht. Temperaturen liegen so im Norden zwischen 15 bis 17 Grad, im Osten vor allem bis zu 19 Grad und sonst so zwischen 18 bis 20 Grad. Auch im Süden können es bis zu 17 Grad sein. Morgen dann am Donnerstag gibt es dann einen Wechsel von Sonne, Wolken, Regen und örtlich auch Schauer und Gewitter, also örtlich auch Gewitter. Wie gesagt, örtlich können sie vereinzelt sein, an einem Ort nicht, an einem Ort schon. Deswegen achtet bitte drauf auf die Warnungen vom Deutschen Wetterdienst und sogar vor möglichen Warnungen von Warn-Apps. Die Temperaturen, die sehen eigentlich normal aus, aber vor allem, wie gesagt, im Süden ist es schwül warm. Dort liegen die Temperaturen zwischen 8 und 27 bis, also 27, 28 bis 29 Grad, könnten aber gefühlt deutlich höher sein, sonst im Rest des Landes zwischen 21 und 27 Grad. Die Aussichten für die nächsten Tage: Es wird dann wieder richtig sommerlich warm. Am Freitag unter anderem werden Temperaturen vor allem im Süden des Landes bis zu 32 Grad erreicht. Es bleibt sonnig, also nach dem ganzen Regen am morgigen Donnerstag ist es dann wieder ziemlich trocken. Zum Wochenende hin gibt es vor allem im Norden erstmal noch ein paar Schauer und örtlich auch Gewitter. Dort liegen die Temperaturen bis 28 Grad, aber sonst gehen die Temperaturen sogar rauf bis 34 Grad am Sonntag, ebenfalls bis 34 Grad in der Mitte Deutschlands sogar bis 33 Grad, aber dann ist es überall sonnig. Und so ein paar Vorboten für die Gamescom. Naja, was soll's. Ich habe schon mal geguckt. Nächste Woche soll es sogar in Köln ein kleines bisschen regnen, aber ist nur eine Vorhersage. Eine Prognose für nächste Woche. Müssen wir dann mal abwarten, wenn ich hier am spätestens Montag mit den möglichen Aussichten komme vom Deutschen Wetterdienst, und die sind ja meistens präzise. Ja, meistens. Manchmal kann ich auch Stuss erzählen, ne? Sieht nämlich aus. Das war's dann von den News für heute hier bei Dercho TV, zumindest was Update angeht. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Pokémon Let's Go Pikachu. Nächster Stream am Freitag, da ist Update dann schon 5 Minuten früher on air, heißt um 19:45 Uhr, denn die Update-Ausgabe wird ziemlich kurz sein. Danach werde ich mich nämlich dann vielleicht mit euch da draußen schön gesellig Fußball nämlich gucken, und zwar nämlich das Eröffnungsspiel der ersten Fußball-Bundesliga. Werder Bremen empfängt den deutschen Meister, nämlich den FC Bayern München. Das steht nämlich fest, also schaut da mal gerne rein, wenn ihr wollt, und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Sehen uns dann hoffentlich gleich bei Pokémon Let's Go Pikachu wieder, und sonst sehen wir uns die Tage hier wieder bei Dercho TV. Bis dahin, tschüss.